Was ist das? So. Autsch, meine Beine. Ich glaube, ich müsste mal öfters meinen Hookshot benutzen, dass ich mich so nach unten schieße. Hallo. So, eine Kiste nehme ich immer mit. Am Strand oder sowas sieht man natürlich öfters diese Schildkröten. Und kann sich so eine, sagen wir mal, einen guten Vorrat an Kisten erfarmen. Igitt, was ist das? Ugh, ugh. Mr. Rombi, Zombie Red Eye Guy. Oh, das Tieren. So, Hähnchen. Eisen. Das ist das Gute. Solange man genug Dungeon findet und eine sozusagen einem die Pickaxe nicht kaputt geht, und man verliert sie ja eh nicht in den Tod. In der Richtung. Aha. Okay. Ich durfte mich glaube ich nicht beschweren, dass wir zu viel Kopper finden und nichts anderes, weil jetzt finden wir gar keinen Kopper mehr. Ah, Kopper mehr. Boah, ich bin schon wieder bei Ticket oder Vizebeast in der Richtung. Nein, ich meinte natürlich Coal. Ah, da haben wir doch wieder Coal. So, Fackel hinstellen, die aussieht wie eine Kerze. Ich finde, irgendwie ist das noch sehr langsam dafür, dass das jetzt eigentlich eine Diamond Pickaxe ist. Ist jetzt, würde ich nicht sagen, hey, das ist super schnell. So. Können wir irgendwie hier weiter? Was haben wir denn hier? Nein, also hier haben wir, ich sehe zumindest keine Kohle. Vielleicht ist irgendwo hinter den Steinen Kohle. Ein bisschen Kohle, aber darauf habe ich eher weniger Lust noch zu suchen. Deshalb gehe ich einfach dahin, wo ich möchte. So. So, genau. Hier waren wir ja. Da habe ich das Wasser umgeleitet, um die Lava ein bisschen einzufrieren. Autschi. So, schlechter Schütze. So, gekillt. So. Okay. Kohle hier irgendwo? Anscheinend nicht. Meistens ist es... Oh. Ab und zu findet man gut und gerne, sagen wir mal, hinter Gravel große Vorkommen. Also hat sich bei mir irgendwie so herausgestellt. Meistens hat man dann hinter Gravel gegraben und hat dann einiges gefunden. Ist jetzt natürlich nicht so eine Selbstverständlichkeit, so als würde ich sagen, ja, ja, macht immer das Gravel weg, weil dahinter ist immer Kohle, sowas in der Richtung. Das kann man davon nicht ausgehen. Aber meine Erfahrungswerte war meistens immer so, hey, da ist Gravel, mache ich weg, ist ab und zu mal immer was dahinter gewesen. So, was haben wir denn da hin? Waren wir hier überhaupt? Oder ist das ein Kristall, der einfach nur leuchtet? Scheint so, als wäre das nur ein Kristall, der hier einfach so leuchtet. Was nicht schlimm ist, ersetzen wir den einfach durch eine Fackel. Und wir sehen, wie Sie sehen, haben wir ein kleines Vorkommen an Kohle. Was heißt das für Sie? Wir bauen dieses ab. Und wenn wir genug Kohle haben, ich würde mal sagen, ein Stack, fliegen wir auch weiter mit unserem Luftschiff. Ich weiß aber nicht, ob ich das alte irgendwie einholen sollte oder sowas. Ich weiß es nicht, es nützt, glaube ich, nichts. Bleibt am Ende des Chunks liegen und ist gut so. Und so erstmal, wenn man dann weiter hingeht, dann würde sich das wieder aufladen. Aber die Frage ist, ob es sich echt lohnt, so weit erstens zu gehen, zweitens sich diesen Aufwand dazu machen und drittens hat man keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass man natürlich das Schiff dann auch wieder findet. Also ich kann euch nicht hundertprozentig sagen, ja, ja, das war ungefähr in der Richtung, diesen Breitengrad und sowas alles. Und dann, wenn wir ankommen, passiert da nichts. Oder ist da einfach nichts. So, hier haben wir noch was. Stirb. Autsch. So, haben wir hier was. Und hier haben wir auch noch was. So. Wichtig ist, dass wir einen gewissen Vorrat auch an Fackeln haben. Das sieht doch eigentlich ganz schnieke aus hier, oder? Ich weiß nur eins. Bist du irgendwas, oder? Oh, it's Man Beer Pig. Stirb. Oh, Rotten Flash. Nehme ich gerne. So. Okay, jetzt weiß ich, was die Zombies für ein Problem haben. Die kamen hier nicht hoch. Das heißt, wir müssen auch einen höher. So. Autsch. Ich weiß nicht, war es das jetzt wert, dass wir dieses komische Golden Wing gemacht haben? Eigentlich schon. Das ist sowas wie so ein Ruhestein in WoW. Also man kann sich einfach zu seinem Ort, wo man den, an den man sich gebunden hat, also seinen Spawnpunkt, Bett würde ich mal sagen, einfach hin teleportieren.
Wichtig ist natürlich, dass wir den nicht falsch benutzen. War hier noch irgendwas? Oh, Gold. Müsste eigentlich Gold sein hier. Ah, hier haben wir zum Beispiel Kristalle noch. Gehen wir einfach mal hier runter. Hier haben wir zum Beispiel noch Chaos-Kristall. Hier haben wir einen Erdkristall. Und da hinten ist da, wo wir herkamen. So, jetzt nehme ich mal einfach mal die Steine. Ja, kann von mir aus hier sein. Und graben uns hoch, da wir... Ja, genau, aber am besten nicht das Iron benutzen aus Versehen. So, und dann graben wir uns einfach hier hoch und stellen diese Kohle hier sicher. So. Scheint ja mindestens ein kleines Vorkommen zu sein, hier und auf der anderen Seite. Also wenn man sich umdreht, genau da. Also so ein Stack wäre schon schön zu haben. Normalerweise, ich weiß nicht, Level 7. Wir müssen eigentlich sozusagen das so machen, dass wir unsere Pickaxe, wenn wir eine neue haben, die wir besser mit... ich weiß nicht, wie das heißt. Langlebigkeit, also so, dass sie nicht direkt kaputt geht. Was ist das denn da? Ist das Diamonds? Shine bright like a diamond. So, wenn das echt Diamanten sind. Und der Typ ja oben von diesen, mit diesen Äxten Diamanten haben möchte, können wir die ihm ja geben. Weil Diamanten-Tools haben wir ja so an sich selber. Was habe ich? Iron noch suche, weiß ich nicht. Wir haben ja eigentlich genug, aber egal. Ist ja nicht schlimm. Mehr ist mehr, weniger ist weniger halt, ne? So, jetzt müssen wir gucken. Okay, hier können wir uns runtergraben. Habe ich echt hier Diamanten übersehen? Ja gut, sagen wir mal so, ich war persönlich, glaube ich, gar nicht hier, ne? Das waren Diamanten, gut. Cool. Mal sicher gehen, dass hier nichts in der Nähe noch an Diamanten ist. So, wir sehen hier aber noch eine jede Menge an Kohle. Oh! Ah, oha, oha. Jetzt habe ich mich gerade erschreckt. Ich so, oh, was ist das Kalte? Hier ist mein kleiner Finger kalt. Blöde ist es. Also nicht, dass er jetzt kalt ist, sondern... Autsch, dass ich mich erschreckt habe. Was macht er denn da? Zum Loch des Creepers noch gekommen, bevor er explodiert ist. Da hatte gewartet in seiner kleinen Kuhle, dass irgendein Steve einfach mal vorbeikommt. So. Hopp, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Hier war doch irgendwie Kohle genug. So, ja gut, was kann ich sonst noch sagen? Ich würde sagen, zur Zeit ist es echt spärlich gesehen mit der Zeit, wo ich meine Videos aufnehmen kann. Was aber, das, was vielleicht zu merken ist, indem ich einfach nur noch 15 Minuten Parts mache. Zumindest in Yorkbox jetzt schon eher, weil ich erstens ein bisschen mehr an Produktquantität haben möchte, also nicht nur Minecraft und die anderen. Und zweitens habe ich mir dann fest vorgenommen, die ganzen Ratschläge zu beherzigen, die zum Beispiel andere, jetzt so Let's Player, die ich so persönlich gucke. Ja, das heißt gucke. Let's Player, die ich halt mir anschaue und die zum Beispiel aus welche Infos-Videos machen, wie sie zum Beispiel das sich aussuchen, habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich keine schlechte Idee, wenn man sich nicht da etwas abguckt, sondern einfach das zu Herzen nimmt, was sie sagen, denn ich denke, die sind, keine Ahnung, schon 2-3 Jahre dabei, machen aktiv Let's Plays, haben auch, keine Ahnung, ich würde mal sagen, je nachdem, es gibt verschiedene. Hey. Verschiedene. Ich habe welche, die sind oh, was ist, mit 240.000 Abonnementen. Es gibt welche, die haben ein bisschen mehr. Es gibt welche, die haben ein bisschen weniger. Das ist ja nicht schlimm. Es geht ja eigentlich... Wow, 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 wow. Ich werde hier herumgehauen wie ein Stück Fleisch. Das gefällt mir aber gar nicht.
Wir müssen jetzt nach oben. Wir sind hier irgendwo durchgefallen und müssen wieder nach oben. Und das sagt eigentlich, dass man nur das... Also was heißt das? Die sagen einfach, man sollte da spielen und auch besonders Let's Playen, worauf man eigentlich persönlich am meisten Lust hat. Weil dadurch wird natürlich das Commentary besser, was ich natürlich versteht, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, mich zwingen würde, immer hier Minecraft aufzunehmen, dann würde ich immer sagen, ja, hier sind wir wieder bei Minecraft und oh ja, und boah, ja, jetzt seht euch das wieder an und ach ja, war das nicht wieder toll und sowas. Das ist natürlich nicht etwas, womit ich jetzt neu, erstens neue Abonnementen gewinnen würde. Zweitens, dass mir das persönlich Spaß machen würde, weil ich mache das, wie gesagt, neben dem Beruf. Also ich bin kein beruflicher Let's Player oder sowas. Ich bekomme dafür kein Geld. Man merkt es vielleicht, dass meine Kanäle, mein Kanal werbefrei ist und eigentlich auch immer bleiben wird, wie ich schon öfters sehe, aber das sage ich, glaube ich, fast in jedem zweiten Minecraft-Video. Und deshalb werde ich jetzt aufnehmen. Also kann sein, dass Projekte, die ich habe, außer jetzt Minecraft, viele davon oder einige davon nicht zu Ende, hundertprozentig zu Ende geführt werden. Ich denke, Mario werde ich auf jeden Fall zu Ende machen. Da habe ich auch eigentlich genug Parts. Ich lade die irgendwie komischerweise nie, wie soll man sagen, sozusagen aktiv hoch. Also aktiv, wie soll man das am besten beschreiben, so kontinuierlich hoch. Aber ich glaube, ich habe jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt hier aufnehme, das ist der 19.3., habe ich, glaube ich, 20 Parts noch bei mir und noch, glaube ich, eine Stunde oder zwei Stunden Aufnahmematerial, das ich noch nicht bearbeitet habe. Das heißt, vielleicht sind dann noch 3, 4 Parts. Aber natürlich etwas, was aktuell, also sagen wir mal, immer kontinuierlich kommt. Sowas wie Minecraft jetzt hier. Womit ich vielleicht sogar noch ein bisschen einsparen muss, indem ich sozusagen nur noch ein Part Minecraft von jedem machen kann. Weil ich persönlich ja natürlich auch eigene Spiele spielen möchte, zum Beispiel. Oder sowas in der Richtung. Redstone. Können wir irgendwas wegschmeißen für Redstone? Genau, das schmeißen wir weg mit für Redstone. Da haben wir einen leuchtenden gelben Kristall. Das wäre natürlich schön, wenn wir den auch nehmen könnten. Aus dem einfachen Grund, ich glaube, wir haben den noch gar keinen gelben. So, jetzt schmeißen wir Gravel raus. So. Aufgesammelt. So. Da hinten haben wir zum Beispiel wieder Diamanten. Das ist sehr gut. Ein kleiner Lavasee hat sich hier gebildet. So. Wie viele Diamanten haben wir? 3. Ich glaube, ja, 3 braucht man für eine Axt. Das wäre genug, wenn er das haben möchte. Außer er will, dass wir ihm die komplette Axt geben. Da bin ich mir nicht sicher. Können wir dann irgendwann mal ausprobieren, wenn wir mal eine haben. Hier haben wir zum Beispiel mehr Gold. Ist nie schlecht zu haben, Gold. So. Plus, ich möchte, ja, also wie gesagt, die gewisse Produktpalette, das hört sich so an, als würde, keine Ahnung, McDonald's sich irgendwo was Neues überlegen, um Leute wieder zu ködern. Plus, das Wetter wird ja wärmer und ich bin jetzt schon wieder am An... Das Wetter wird wieder wärmer. Also sagen wir mal so, es wird langsam Frühling, der kommt halt ein bisschen langsamer, ist ja kein Problem. Aber ich möchte, ich bin jetzt auch wieder mehr am Fahrrad fahren und sowas alles. Was vielleicht irgendwann mal wieder ein bisschen einschwenkt in der Richtung, dass ich einfach mit dem Rad zur Arbeit fahren werde. Mit dem Rad zur Arbeit fahren werde, was sich dann sozusagen aushebelt, weil ich werde Rad fahren ganz normal. Also wie ganz normal Rad fahren. Was schmeiße ich denn jetzt weg? Cobblestone, da, die kann man zusammenpacken. Ganz normal so, und dann werde ich natürlich nicht vielleicht hundertprozentig Lust haben, noch 3 Stunden weiter so Fahrrad zu fahren. Ich werde auf jeden Fall Fahrrad fahren, weil das ist für mich gut, für die Gesundheit gut, allgemein kann ich nur jedem sehr gut empfehlen. Ob das jetzt schnell ist, langsam ist, je nachdem, welche Beanstanden man das hat. Sagen wir mal so, ich werde am Anfang normal anfangen, halt zu meinem, wie soll man sagen, ganz normal zu der Arbeit zu fahren, jetzt nicht auf Zeit, sondern so, dass ich zuerst mal ankomme. Das wird dann vielleicht Stunde, 1,5 Stunden dauern, ist ja dann okay, so in der Richtung. Na guck mal, zum Beispiel auch noch einen Schatz. Und hier haben wir eine Ratte. Die gibt uns auch nochmal 2 Kohle, so. Immer dazwischen ein bisschen atmen, wir wollen ja nicht ersticken. So, jetzt sind wir hier langsam in der Strömung, dann wird es wieder langsamer. Das sind lila Punkte im Wasser, was ist das denn?